Moin Moin, und da sind wir wieder. So, schauen wir mal, was sich hinter Tor 3 verbirgt. Spinnen. Und mit Netze. Mit Netze. Oben ist Zwergenartefakt. Was ist oben? Zwergenartefakt. Mensch, oh, ah, jetzt fall ich da selber. Stabknauf, ja. Gemein hier mit den Decken. Und hier springt's. Hässlicher Raum. Das muss man ja jetzt alles absuchen, wa? Ja, vor allem muss man nach oben absuchen. Ja. Das erste ist hier hinten auch in der Ecke, glaube ich. Hier oben, wo der Veteranen-Innerich liegt. Da ist ein Runstein. Gibt es denn vier Runsteine? Ja. Glaube. Okay, jetzt weiß ich nur nicht, wo dann der nächste Raum dafür ist. Den ersten. Na, raus, rechts und dann hoch, glaube ich. Da, wo Inanna gerade stand. Okay. Diese ganzen kleinen Drecksviecher. Die spinnen einen dann ja auch noch ein. Okay, dann versuche ich mal kurz die erste Runde zurückzubringen. Da hast du auch schon eine Rune? Ich habe auch schon eine, aber ich will mir hier noch die Truhe schnell in der Ecke holen. Ah ja. Wo war jetzt der Ausgang? Hier, mir nach. Ja, oder dir nach oder so. Wir clearen mal ein bisschen, wa? Genau. Gerade Netze nerven total. So. Nein. Ach Gott. Genau, oben teleportieren. So, und? Bin zu weit gefangen. Ist jetzt. Bin jetzt draußen. Genau, Nasensprung entfernt. Und dann ja rechts rum und dann hoch. Also direkt, du siehst es eigentlich schon. Wenn du rauskommst und guckst nach rechts. Oben, ne? Ja. Eine du musst also einmal rüber und hoch. Boris gesagt, und das ist auch richtig. Über die Lava. Ja. Lava. Gott, ich hasse diese ganzen Viecher hier. Das ist du bist cool. Gerade das da, Sascha? Check. Ja. Ich war da. Okay, achso, ich war da, ja. Dann bleib da. Ah. Oh, da ist sie. Links ist da. Inanna ist da, genau. Ah, ich bin zu tief. Nein, bleib doch. Okay, dann weiß ich zumindest grob schon mal. Ich komme da wieder her. Ich versuche jetzt mal unten alles abzusammeln. Die Truhe. Ach, Spinnvieh. Zurück.
Links in der Ecke hinten, da war ein Runstein. Unten. Okay, kleinen Moment. Wer ist da? Einer ist da von uns. Da. Okay. Ich gehe jetzt immer gleich schon mal raus. Jetzt bin ich wieder Platz im Inventar schaffen. So. Ich glaube, hier unten war nichts mehr, ne? Ah! So, Nummer 2. Mal nach oben, hä? Habt ihr jetzt beide abgegeben? So. Kurz wieder ein bisschen Platz geschaffen. So. Also zwei habe ich jetzt abgegeben. Ja, zwei habe ich auch abgegeben. Ja, dann jetzt mal hier oben ist Ecke, noch, bei mir ist noch oben. Bei mir ist noch ein Artefakt. Wo? Hier oben bei mir. So eine kleine Höhle. In der Ecke. Lucky ist bei mir. Okay. Moment. Ihr seid ganz andere Ecke. Ja, Spinnen haben mich gerade geärgert. Ich glaube, ich werde auch immer noch verfolgt. Ja. Okay, dann müssen sie erstmal sterben, bevor ich auf das Ganze bekomme. Ah, nein. Da ein Runenstein. Kann man hier drauf laufen auf den? Nee. Oder auf den Spinnen? Ja, ja, auf dem Spinnen, ja. Okay. Oh Mist. Was ist los, ey? Okay, den hab ich. Schon mal links, rechts schauen, ob hier noch weitere Artefakte zu sehen sind. Bisher waren es etwas weniger. Na, hier oben, ganz oben auf den. Da hinten in der Ecke. Pfeilern kann auch noch oben was drauf sein. Ey, bin ich gestorben? Was ist denn hier los? Ui, viele Spinnen. Danke schön. Bitte denn. In der Ecke ist noch ein Rundstein. Hier hinten ist noch ein Artefakt. Oh, hast du das Artefakt gesehen? Hier oben auf der Säule. Ja. Ich bin gerade bei dir. Ich sehe aber noch nichts. Ja, um die Ecke. Mein Oh. Oh, nicht weit genug. Das ist doch gemein. Schwein gehabt. Dann auch noch einer. Cool. Ich fasse es nicht, ey. Meine Kanäle will mich heute verarschen. Nein, nicht so. Ach. Das ist.
Ah, jetzt wieder Spinnen. Diese Drecksviecher. Ein Job des Blutes ist klar. Ist das hier? Jo, hab ich. Ein Ende. So, ist noch. Da in der Ecke ist noch ein. Ja, da ganz in der Ecke auch noch. Nickel stoßen so nicht überall dran den Kopf. So. Zwei. Auf der anderen Seite. Okay, das geht nicht einfach so mit hoch springen. Ich hasse Spinnen. Also so auf die Nerven. Jetzt hab ich schon einen Kreis, ey. Das schafft man, greift denn nicht darüber? Dein Greif hat's halt nicht drauf. Ja. Ah, der hat viel Last zu tragen, ne? Das nicht vergessen. Ja. Ja, gut, da ist was dran. Muss man doch hochkommen. Wo wollt ihr denn überhaupt hin? Hier. Auf der Säule. Ja. Aber wo ist da das Problem? Zu einem Schuch zu kommen. Klappt das immer nicht sofort. Okay. Wie seid ihr denn jetzt so rübergekommen? Nein, nein. Tor. Natürlich eine Möglichkeit. Nee. Auf den kann man auch einfach so raufspringen. Man stellt sich einfach hier hin. So, und dann bin ich da mit dem Raptor hin. So, also ich bin von der Säule, wo du gerade stehst, Digi. Ja, die habe ich schon, da, die habe ich mit dem Greif geholt. Wo du bist. Greif. Blutlöser. So, jetzt fehlt mir nur noch der eine Runenstein in der Ecke. Ist ja schon fast cheaten mit dem Greifen. Meine Meinung. Einfach hier erstmal wieder weg und diesen Runenstein weg. Jetzt wieder runter. Hier oben ist nichts mehr, oder was? Ja, ein Runenstein. Aber ich habe schon einen geladen. Ja, dann bring den doch mal weg. Da bin ich ja gerade auf dem Weg. Wenn ich nicht immer von Spinnen aufgehalten werden würde. Oh, was ist denn da für eine Kolonne? Ja, genau. Wir sammeln die alle, damit du vernünftig dran vorbei hüppeln kannst. Nein. Das war die Strafe, dass du mich alleine gelassen hast mit den Teufeln hier. Ja, ich bin ein Böser. Hast du weg? Hast du weg. Okay. Aber ich habe alle Runensteine. Nee, doch nicht. Nee, einer fehlt noch. Also mir. Einer fehlt noch, hast recht.
hast recht. Klar, so weit, wo er ist. Gesehen hatte ich ihn da oben schon, ja. Über diese Spinnennetze drüber fliegen. Es geht vergleichsweise gut. Die sind auch echt überall. Ein Durchgerasche hier, ey. Ja. Man hat irgendwann keine Lust mehr auf diese Viecher. Ich finde, mit einem Raptor sollte man da durchspringen dürfen. Kann man anscheinend auch. Mit dem Raptor habe ich den nicht ausgelöst gerade. Ich bin eben mit dem Raptor da durchgelaufen. Laufen, glaube ich, darfst du nicht. Überspringen dann gerade. Überspringen, ja. So, ach Mann. Das letzte Tor. Ich komme hier verletzt schon raus, ey. So, jetzt noch da drüben. Okay. Zusammen, oder? Ja. Yep. Dann teleportieren. So, da hinten sehe ich einen Kopf. Mal kurz auf den Raptor. Zwergenstabkopf. So, sonst ist hier scheint erstmal nichts. Und da unten ist dunkel. Das ist ein recht tiefer Fall, glaube ich. Ja. Der schönste Raum. Ich fliege immer mal wieder, um zu sehen, ob da irgendwas zu sehen ist. Aber noch nicht. Da ist irgendwie ein Heldenpunkt oder so. Was sind das denn für Glühdinger? Au. Die Blubberbläschen tun weh. So, Konzentration der Magie. Das dürfte für das Ei sein. Ganz hier in der Mitte. Himmelschuppe des Wassers. Was ist das schon, Sascha? Was denn? Ganz hier in der Mitte ist ein Punkt für Himmelschuppe des Wassers. Nee, hab ich noch nicht. Wo seid ihr denn? Ich hab mir ein Zwergenartefakt geholt. Bei der Mörderkiste hier. Der Radastrada halt, zeig mal, was du kannst, Bruder. Was? Süße Beute. Wo hast du denn die Mörderkiste gefunden?
Hier ist einer. Hier drüben. Sven Hammer, Rune auch. Da. Ja, ungefähr da. Ja, ich stimme auch erstmal zu, dass das so der schönste Raum ist. Jetzt gehe ich da mal an den anderen Rand. Kochen geht hier wahrscheinlich mit am schnellsten. Passiert ja gar nichts. Öffnet sich. Der erst beim dritten Mal. Das Problem hatte ich so jetzt nicht. Mal sehen, ob hier unten im Wasser noch was Besonderes ist. Viele Haie. Ach, hier im Wasser ist doch bestimmt was. Um der Ecke, da kommt ja noch ein großer Raum. Da steht eine Million Djinns oder so. Oh, hier ist eine verborgene Truhe. Da seid ihr. Aber geile Haie, ne? Mhm. Ja. Sehen ja richtig geil aus. Bomben aber schlecht. Hier sind wirklich viele Djinns. Wo? Hier auf dem Rücken. Und ich habe mir einige von den Truhen oder nur geholt, indem ich mich irgendwo hingestellt habe, wo die mich nicht erreicht haben. Und dann, manchmal reicht es, wenn du dich an so eine Nachbarkante stellst, dann kannst du dann auch schon nehmen. Skins. Ja. Weil ich habe das, glaube ich, alleine gemacht. Mit Kämpfen geht gar nicht. Das glaube ich. Oder so, müssen wir noch auf die andere Seite? Müssen wir uns durchkämpfen da drüben? Schneller als ein Centaur. Ich hab hier was gesehen eben, auf dem Ding. Ist da noch was? Da hatte ich jetzt noch nichts gesehen. Oh Mann. Dann gerade der Digi. Bin hier unter den Wasser-Djinn. Okay, komm zu dir. Ein Zwergenknau kannst du fahren, wenn du hochgehst. Rechts. Also ja. Ich hoffe, die Djinns sind noch nicht mehr da. Puh, die sind weg. Hattest du den geholt? Nee, ich war gerade auf dem Weg dahin. Hier hoch, dann rechts außen. So, Djinns sind schon wieder da.
Ja, die können schon gut reinhauen, ne? Yep. So, was müssen wir hier eigentlich holen? Also, das Wichtigste war natürlich das Ding für das Ei, aus meiner Sicht. Okay. Ja, ja, klar. Sonst. Erfolg habt ihr fertig. 4 von 4 da. Ohne verzierte Türen, oder wie das heißt. Da schaue ich jetzt noch. Sind hier noch Artefakte? Unverschlossene Türen ist. Musst du nachgucken, ob da dann noch was fehlt. Weiß aber nicht, wie der Erfolg heißt. Wollte ich gerade sagen. Weil hier ist ein großer Raum, hier kann man ja viel verstecken. Zwergenwaffen oder so. Ich würde mich jetzt gerne zur Wegmarke einmal raus teleportieren, kurz zur Schmiede gehen, um die Dinge auch wegzukriegen. Ja, mach das. Wenn da was zusammen ist. Was gibt es jetzt sollten wir auch immer wieder in den Raum reinkommen können. Genau. Zwergenrelikte. Einer fehlt mir noch. Zwei. Nee, der fehlt mir noch was. Und schon wieder wird er bekämpft. Nur eine weitere Bestätigung. Dann wirst du wohl nochmal rein müssen. Bei Gelegenheit. Ein Tor des Abschieds. Was ist das noch? Ein Schild. Und ein Stab. Hast du ein paar fertig gekriegt? Ja. Die Einzelteile kann man dann für... Nee, Dolch nicht. Man kann die Sachen anscheinend für Karma aber auch fressen, wenn ich das richtig sehe. Wo seid ihr denn jetzt? Wegmarke. Draußen, oder? Wegmarke und dann bin ich einfach nur kurz... Abschiede. Schmiede? Da, diese Zwergenschmiede da. Da, wo da die Heldenbelohnung gibt. Und diese Heldenbelohnung, was wir ganz am Anfang gemacht hatten. Ich hab mir gerade Flammensucher-Prophezeiung gebaut. Schild. So. Können wir denn so, jetzt bin ich aus dem Tag. Ach so, hä? So, was? Hier bei der Dingsschmiede. Hier bei der Donnerfeste. Nein, warte, hier wieder rein. Komm kurz zur Wegmarke und dann läufst du mir einfach hinterher. Da, wo du die Heldenbelohnung eben gemacht hast. So, wo bist du? Er geht jetzt schon rein. Geht jetzt quasi rein? Dir hinterher. Mir hinterher, gut. Ist die Schmiede? Ja, ja. Na, ja, diese Zwergenschmiede. So. Hier eine mystische. Hier, jetzt links, hier rüber springen. Hier. Und dann links hier durch. So, Zwergenschmiede. Und wenn du was... Wenn du Sachen voll hast, dann kriegst du automatisch die Gegenstände ins Inventar gelegt. So, an dieser Stelle machen wir aber mal einen kleinen Cut und sehen uns in der nächsten Folge. Alles klar. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.